KinoCast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Ich bin der Erik und ich begrüße den Chris. Hallo Chris. Hallo? Entschuldigung, kurze Räuspertaste. Der Moment, wo du anfängst. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Absolut professionell super, super hier, das Timing. Merkt ihr schon. Ja, ja, super Timing heute. Aber ich verspreche euch, das ist es wert, auf jeden Fall dran zu bleiben, denn wir besprechen heute ein paar ganz gute Filme, die vielleicht auch so ein bisschen, ja, der Horror-Oktober ist vorbei, aber ja, ihr wisst ja, wir nehmen mit leichtem Zeitversatz auf, also wir haben sie noch im Oktober geschaut, nämlich aus der Sneak Preview den Film Salem Slot, deutscher Zusatztitel, Brennen muss Salem, so, oder Salem, wie er das Buch auch wahrscheinlich heißt, von Stephen King, ist wieder mal eine Stephen King-Verfilmung. Dann haben wir beide noch geschaut Venom, The Last Dance, oder Venom 3, wie man es auch immer nennen mag. Und ich habe auch noch eine Fortsetzung geschaut, nämlich Smile 2. Nachdem wir Smile, hieß er ja nur, in der Sneak Preview damals hatten und ich war ja sehr angetan davon, habe ich mir den mal gegeben. Mal gucken, wie ich den so fand. Dann gibt es natürlich nur bei uns hier die offiziellen Innenstadtkino Stuttgart Kinocharts der Woche. Und wir schauen natürlich in die Neustarts rein, was da so Schönes dabei ist, ob da was Cooles dabei ist, wo ihr, was euch ins Kino zieht. Und eventuell sprechen wir auch noch über Miller's Girl. Mal schauen. Fangen wir doch mal an. Salem Slot. Wir hatten gerade im Vorgespräch, hatte ich so ein bisschen fallen lassen, dass das ja irgendwie, dass ich den alten Film kenne. Chris war sich gar nicht bewusst, dass da schon mal eine Verfilmung gab. Er ist auch ein bisschen jünger, der Chris, muss man so sagen. Und, ja, die 15 Jahre. Ja, die 25 Jahre. Okay. Genau, also Salem's Lot ist ja, ich weiß nicht, wann das Buch rausgekommen ist. Da müsste ich jetzt mal meinen Kollegen Daniel von Fortsetzung folgt fragen, weil der ist Stephen King-Fan, der hat da irgendwie alles gelesen. Und der wüsste das bestimmt sofort, wann das Buch erschienen ist. Muss irgendwann, denke ich mal, in 70er Jahren. Ah, ich lese es gerade, sorry. Wikipedia, hey, Wikipedia sei Dank. 1975 war das Nummer 1 Bestseller, Stephen King. Deutscher Titel, Brennen muss Salem, genau, oder Salem. Und die erste Verfilmung war 1979 von Tobe Hooper. Was hat Tobe Hooper noch gemacht? Welchen Film? Weißt du es zufällig? Ich habe keine Ahnung. Das Texas Kettensägen-Massaker natürlich. Ah, und okay. Der hat auch noch eine weitere Stephen King-Verfilmung gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Den habe ich sogar im Kino gesehen, nämlich The Mangler, über eine Wäschemangel, die vom Teufel besessen wurde. Und der Film war ein richtig schöner Schläferz. Ich musste so lachen. Wir waren in einem relativ kleinen Kino damals und um mich rum waren die Leute alle geschockt und ich musste lachen. Die haben mich alle angeguckt wie, oh, das ist ein Psycho, immer vorsichtig. Aber da war so eine irrwitzige Szene, wo so eine, musst du dir vorstellen, so um die Jahrhundertwende, so eine Wäschemangel, die so mit Dampf betrieben wird, ne, und in die fährt dann irgendein böser Geist und da ist dann so eine Oma, die stopft da immer irgendwelche Bettlaken da rein und mit einem Mal zieht es die mit rein, ja, weil sie mit der Hand drin hängt und dann versuchen die anderen, die noch so festzuhalten, dann hängt die so halb drin, halb draußen und schreit und so. Und das ist echt so absurd, die Szene. Ja, kann man sich mal angucken, ist aber eher ein Schläferz. Ja, also Salem's Lot, ja, 1979, Tobe Hooper, habe ich irgendwann aus der Videothek mal ausgeliehen gehabt. Da hatten wir ja letztens mal schon das Thema, was das überhaupt war. Und ich habe gerade erfahren hier, es gab noch mal eine weitere Verfilmung 2004 mit Rob Lowe, die kenne ich nicht. Und man muss auch sagen, es gab speziell dann irgendwie Ende der 80er, 90er, gab es gute und schlechte Stephen King-Verfilmungen. Eigentlich mehr schlechte als gute. Und deswegen, also The Mangler war auch eine schlechte Verfilmung. Deswegen, ja, war das nicht gerade ein Gütesiegel, wenn da Stephen King drüber stand. Aber ja, ich habe alles geschaut und ich habe damals sowieso alles geschaut, was irgendwie mit Vampiren zu tun hatte. Deswegen war mir Salem's Lot auch ein Begriff. In dem neuen Film, der macht jetzt nicht so wahnsinnig viel anders, wenn ich mich da richtig erinnere. Der bringt es halt ein bisschen, ja, man kann auch nicht sagen in die neue Zeit, denn das Ganze spielt auch irgendwie so, mal gefühlt vor 20 Jahren ungefähr, so von der Art her, oder? Was würdest du sagen? Oder war das noch früher? Nee, 90er waren das auch noch nicht, oder? Nee, das waren keine 90er. Das war 80er wahrscheinlich.
Es war auf jeden Fall Autokinozeit. Und, Und die Autos waren auch eher so Ende 80er. Ja, deswegen, gut, vielleicht, vielleicht spielt das sogar eher so in der Zeit, wo auch das Buch geschrieben sein soll oder gespielt hat. Wer weiß. Es geht um die Kleinstadt Jerusalem's Lot, kurz gesprochen Salem's Lot. Und da gibt es einen dubiosen Antiquitätenhändler, der ja eine große Kiste importiert aus Europa. Die kommt dann irgendwann an, die soll ganz vorsichtig extra behandelt werden. Und die wird in so einen Keller verbracht von so einem alten Gruselhaus, was er da irgendwie gekauft hat, was so oben auf dem Berg steht. Und ja, die zwei, die Kiste transportieren, die kriegen auch extra gesagt, ja, auf keinen Fall irgendwie die Kiste beschädigen. Und die stoßen aber an und dann fällt lauter Erde unten raus. Und wir kennen das ja auch schon aus diesem Film, Die letzte Fahrt der Demeter, ne, wo dann so eine Kiste mit Erde, wo der Erde rausrieselt. Hätte man schon, ja. Aber die hatten damals den Film noch nicht gesehen, den Demeter-Film, deswegen wussten die das nicht. Und die erwischt es dann auf jeden Fall ja noch nicht, sondern die gehen dann da raus. Und ja, allerdings in dieser Stadt verändert sich halt dann seitdem einiges. Es passieren nicht zum Positiven. Ja, es passieren gruselige Sachen. Es ist fast so ein bisschen, es gab ja in den 80ern den Film, den Carpenter-Film The Body Snatchers, wo halt Außerirdische so eine Stadt nach und nach unterwandert haben und Einwohner ausgetauscht haben durch Kopien von ihnen selbst und so. Und so ungefähr ist es hier auch, ja, weil die Leute benehmen sich halt anders und irgendwie ist gefühlt in der Nacht plötzlich viel mehr los als am Tag. Also sie fahren alle nachts dann ins Autokino und ja, parallel dazu wird eigentlich die Geschichte erzählt von Ben Mears, gespielt von Lewis Pullman, der ein Schriftsteller ist. Also Stephen King hat sich ja immer selber ein bisschen in die Filme mit reingeschrieben, ne? In die Bücher mit reingeschrieben. Er ist Schriftsteller und er kommt in diese kleine Stadt und er hat noch eine tragische Backstory, denn seine Eltern sind damals bei einem Autounfall verstorben und er ist halt dann mit 9 Jahren dann bei Verwandten irgendwie aufgewachsen und hat Karriere gemacht als Schriftsteller und kommt jetzt in die Stadt wieder zurück, weil er auch so ein bisschen Inspiration sucht und er will auch ein bisschen über sich selber ein bisschen zu seinen Wurzeln finden und so. Deswegen will er da in der Stadt und ja, er kommt dann zu Susan, gespielt von Mackenzie Lee, die in so einem Maklerbüro arbeitet, weil er eben irgendwie eine Wohnung sucht erstmal. Und sie liest gerade zufällig sein Buch und ist auch eine ganz witzige Szene, wo sie ihn dann erkennt und ja, vermitteln ihm dann eine Wohnung und die beiden sind eigentlich so die Ersten, die dann auch so ein bisschen der Sache auf die Spur kommen, was da Komisches passiert und zusätzlich auch noch so eine Clique an Kids, die da auch immer rumstromern und der eine, der ist irgendwie gefühlt besonders mutig, der Kleine, da habe ich jetzt gerade den Namen nicht parat, der zeichnet sich halt durch besonderen Mut aus, der haut auch da einfach mal so einem Bully da in der Klasse mal auf die Nuss und so. Der wird ja auch von dem angegangen. Und du meinst, Moment, ich gucke gerade auch nebenher, aber ich finde es nicht. Mark. Mark Petrie. Und von Jordan Preston Carter. Und die erkennen dann auch beide unabhängig voneinander, was da so dahinter steckt, die treffen sich dann plötzlich mal an so einem Ort, wo beide die Ermittlungen sie beide hinführen und so. Und ja, der Regisseur des Ganzen ist der letztens den Film Annabelle 3 gemacht hat, der Gary Dauberman. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gütesiegel ist, auf jeden Fall uns haben, glaube ich, so besonders die Übergänge sehr gut gefallen, also die Szenenübergänge, da hat man wirklich gemerkt, dass sich der Regisseur wirklich Gedanken gemacht hat, was will er in welcher Reihenfolge wie drehen. Und da waren dann halt so Sachen da, dass auf einer Visitenkarte ist so eine Art Labyrinth gezeichnet und also als Logo und dann blendet die Kamera über in so eine Art Treppenhaus, was exakt dieselben Strukturen nachbildet. Und da waren halt später einfach nochmal wirklich ganz viele von diesen schönen Übergängen drin. Dann, was man letzte Zeit ja bei Horrorfilmen häufiger hatte, sind solche Jumpscares. Das sind ja immer so die billigsten Varianten, wie man da so ein bisschen Schock erzeugen kann.
will ich nicht in Abrede stellen, gab es hier auch so zwei, drei, aber die sind alle so ein bisschen auch intelligent irgendwie gemacht. Das war jetzt nicht so, dass jetzt jemand vor einem Badezimmerschrank steht, klappt da den Spiegel zur Seite auf und klappt dann den Spiegel zu und auf einmal steht da jemand, huch, ach, schreck, schreck, oder eine Tür auf, plötzlich steht da jemand, so war es nicht. Sondern das waren schon so ein bisschen geschickter gemachte Jumpscares, die mir gut gefallen haben. Ich weiß gar nicht, ob man es Jumpscares nennen möchte oder ob es einfach geschickte Szenenwechsel oder Überblendungen waren. Es waren sehr, sehr geschickte Überblendungen und Jumpscares ist ja eigentlich, wenn es auch wirklich in die Kamera reinspringt teilweise, und das fand ich jetzt da nicht so wirklich. Ich fand das tatsächlich durch teilweise sensationell gute Schnitte, also sensationell gute Übergänge, tolle Ideen da dahinter auch, so Szenen so miteinander zu verbinden und das zu machen. Oder auch Situationen, wo man selber denkt, oh, da könnte jetzt eventuell vielleicht doch was passieren, wo dann einfach nichts passiert. Ich meine, ja, die eine Szene, wo unter das Bett geleuchtet wird zum Beispiel, wo du denkst, so, ah ja, pass auf, jetzt liegt der da oder so. Nee, ist einfach nicht so. Das fand ich echt stark. Also da waren wir, beim ersten Mal saßen wir dran, oh, cooler Übergang. Beim zweiten Mal saßen wir dran, oh, das war auch ein cooler Übergang. Und beim vierten, fünften Mal denkst du dir dann, Junge, also was will der Film gerade hier alles richtig machen? Und da übergangmäßig, schnittmäßig, tippitoppi, kann man nichts sagen. Ja, hat echt Spaß gemacht. Auch die Story-Entwicklung, der hat halt, finde ich, so die richtige Stimmung getroffen zwischen so Comic Relief, da waren ein paar lustige Szenen drin, wo man mal ein bisschen lachen konnte, bis hin zu, oje, 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 was passiert ist gerade, oh, ist mir das gruselig oder so. Also genauso diese Abwägung zwischen den Gefühlswelten, also war halt eine ordentliche Dynamik drin. Da war jetzt nicht so, dass man sich die ganze Zeit irgendwie in die Lehne gekrallt hat, weil man irgendwie dachte, oh, gleich passiert was, sondern er hat es halt immer mal wieder aufgelockert durch irgendwelche lustigen Szenen. Und was ich auch extrem gut fand, war, dass man nie wusste, wen es jetzt erwischt. Also, weil da wird gleich am Anfang wird klar, okay, du musst hier mit allem rechnen. Also das, das fand ich auch echt gut, dass man jetzt nicht sagen konnte, okay, das sind jetzt hier offensichtlich unsere Hauptfiguren, denen passiert nichts, sondern da ist irgendwie, kann es jeden irgendwie an den Kragen gehen. Und das ist immer, gerade so bei Horrorfilmen, das so ein wichtiges Ding, dass man ein bisschen mitfühlen kann, auch wenn die Personen einem auch so ein bisschen sympathisch sind und die gut aufgebaut werden. Und ich meine, es sind ein paar Leute rausgegangen aus der Sneak, aber das haben wir ja bei Horrorfilmen immer. Ne? Das ist halt immer, wenn manche das halt eben nicht ertragen, irgendwelche Spannungen oder irgendwelche gruseligen Szenen. War da jetzt eigentlich nennenswert irgendwie Splatter oder Gore drin? Ich glaube nicht. Es ist halt so ein Vampirfilm. Nicht nennenswert. So ein Vampirfilm, da sieht man halt mal, wie jemand in den Hals gebissen wird oder so, aber jetzt nicht nennenswert, dass da irgendjemand, nicht wie bei Blade oder so, dass da ordentlich was durch die Gegend fliegt da. Ja, war ja ein bisschen vor Blade. Ich weiß gar nicht, wann Blade zum ersten Mal in den Comics aufgetaucht ist. Auf jeden Fall mal wieder eine richtig schöne Vampirgeschichte. Ich mochte ja auch die letzte Fahrt der Demeter. Ich hab irgendwie so ein Faible für diese Vampirfilme. Ich weiß auch nicht, ich habe ja irgendwie damals mal alles geguckt, was so mit Vampiren zu tun hatte. Und deswegen, mir hat er gefallen. Ich mochte den. Schöne Sneak. Das ist schön. Ja, ging zwar auch wieder fast 2 Stunden, aber trotzdem, das fühlte sich nicht langweilig an. Also, da gab es jetzt keine langen Szenen. Und es war auch dieses, das hast du ja bemerkt, dieses, man muss die Vampire hereinbitten, ne? Die dürfen nicht von selber ins Haus reinkommen. Ja, es waren einfach die klassischen Vampirregeln. Hm. Also kein direktes Sonnenlicht, sonst fangen sie an zu brennen und nicht anfangen zu glitzern oder sowas. Hm. Der Vampir muss hereingebeten werden, sonst darf er die Wohnung, kann er das Haus nicht betreten. Dann flockt durchs Herz, lauter so, also alles und die leuchtenden Kreuze waren cool. Oh ja. Mhm. Weil die ja auch noch so ein Summtum dann mitgemacht haben. Das war echt lustig. Das war so. Das war richtig, richtig cool. Das war sehr, sehr lustig. Ich konnte mir einmal tatsächlich nicht verkneifen, dann etwas lauter zu sagen: Yay, Christentum! war cool. War einfach ein klassischer Vampirfilm, den wir so lange nicht hatten, der einfach die Regeln sich auch an die Regeln gehalten hat, wie man es eben auch kennt oder wie es eigentlich auch bekannt ist. Und Erik, ich habe tatsächlich zwischendurch noch ein bisschen Recherche betrieben. Oh.
Salem's Lot ist nämlich erstmals im Kino zu sehen. Es war tatsächlich nur die Serie, die es bisher gab. Also zum ersten Mal, dass der Film ins Kino kommt. Auch der 2004er also, nicht? Mit Rob dass, Lowe? Dass er zumindest ins Kino ist. Vielleicht ist der 2004er nicht im Kino erschienen. Aber das Direct to Heimkino damals. Das kann gut sein, aber auf jeden Fall. Okay. First time on big screen. Ja, ich fand es auch gut. Ich meine, mal, wenn man irgendwie einen guten Stoff hat heutzutage, dann wird häufig eine Serie draus gemacht. Das ist auch schön, ja. Gerade heutzutage mit den ganzen Streaming-Anbietern, wenn man das so auf einer Serienbasis hat. Aber hier fand ich es auch gut, das mal wirklich abgeschlossen in einem Film zu haben, einfach, weil du hast die ganze Charakterentwicklung auch drin in dem Film. Der eine, der da ankommt in dem Ort, die anderen, die Kinder und so weiter. Und ist richtig gut abgeschlossen, findet zu einem guten Ende das Ganze. Also das Finale ist auch sehr furios, würde ich sagen. Und hat gut in den Horror Oktober reingepasst. Allerdings ist es ja erst am 31. Oktober gestartet. Wir hatten da schon ein bisschen Glück, weil wir den ein bisschen eher noch in der Sneak Preview gesehen haben, vor dem 31. Oktober. Aber ja, vielleicht möchtet ihr jetzt in der dunklen Jahreszeit noch mal ein bisschen was schauen. Und wir haben ja bei uns auch immer dieses Thema mit den Weiterempfehlungen. Also empfiehlst du den Film weiter, gibt es ja bei uns auch auf der Webseite. Ich habe ihn auch weiterempfohlen, schon mehrfach jetzt, weil ich ja wusste, also wenn die so knapp anlaufen, dann empfehle ich den schon immer vorher weiter. Dann gerade im Kollegenkreis oder so, wo ich weiß, das könnte passen. Und auch bei Fortsetzung folgt in unserer neuen Aufnahme, die noch nicht erschienen ist. Also die kommt dann noch. Da habe ich auch schon mal weiterempfohlen, weil ja der Daniel ziemlicher Stephen King-Fan ist. Und ja, punktemäßig, ach so, ja, ich muss ja Punkte. Ich glaube, ich bin bei 7,5. Also mir hat er echt gut gefallen. Oh, das ist viel. Was gibst du denn? Ich gebe 6,5. Ah, du bist ja auch nah beieinander. Aber ich wohne bei uns bei der Abstimmung dann auf 7 natürlich auf. Aber ja, ich habe auf 8, glaube ich, hier. Ja, genau. 8. Absolut klassischer Horrorfilm. Klassischer Vampirfilm. Coole Vorlage. Ab und zu an manchen Stellen, glaube ich, unfreiwillig lustig. Ja, nicht unfreiwillig, würde ich es nicht sagen. Ich glaube, das war schon gesetzt, der Comic Relief an manchen Stellen. Ja, okay, dann noch besser. Aber hat Spaß gemacht. Punkt aufs Ende. Okay, ich gucke gerade mal in auf die Kinocast-Seite der Sneak Preview Stuttgart-Wertung hier. Die Nummer 1240. Das pendelt so, da eine Stimme für einen Punkt ist vielleicht die Person, die rausgegangen ist. Dann zwei Stimmen für 4 Punkte und das Groß aber dann 6, 7 Punkte und ein paar Ausreißer nach oben gibt es auch mit 8 und 9 Punkten sogar. Und ja, 76% Weiterempfehlung aktuell und 23% eben nicht weiterempfehlen. Das sind wahrscheinlich genau die 4 Stimmen, die da unten drunter liegen. Und ja, ihr könnt ja mal hinschauen auf kinocast.net und da gibt es so einen Beitrag, der heißt Sneak Preview Bewertung. Da findet ihr auch den Trailer zu Salem's Lot, den deutschen Trailer. Da sieht man auch ein paar coole Szenen. Da ist zum Beispiel so ein Totengräber, der soll da so ein Kind, was gestorben ist, so den Sarg mit Erde bedecken und dann ist auf einmal der Sarg auf und das Kind liegt da oder er hört was in dem Sarg und das war eine echt gruselige Szene, auch richtig schön, richtig schön gemacht, so im Film. Kann man sich mal anschauen. Und wenn wir einmal auf der Seite sind, Chris, wie lautet denn der Hinweis für morgen? Das wäre dann der Tipp für die Sneak 1241 am Montag, den 4. November 2024. Und der Tipp lautet, die Kämpfe dauern genauso lange, wie sie dauern müssen. Und da Erik, sind denn da Tipps reingegangen? Genau, da habe ich relativ, also gleich am nächsten Morgen habe ich dann getippt. Ich habe erst gewartet, ob es jemand anders schreiben möchte, weil das doch sehr offensichtlich ist, obwohl wir hatten in den letzten Wochen, Monaten immer sehr offensichtliche Tipps und dann war es doch irgendwas anderes. Ich habe aber mal Gladiator 2 getippt. Ja, das würde zumindest auf den Tipp sehr gut passen. Die Kämpfe dauern so lange, wie sie dauern müssen, weil war ja teilweise bis zum Tod oder so. Mal schauen, ob der wirklich in das Sneak kommt. Habe ich ja jetzt mittlerweile Gutes gehört. Ich hatte echt Befürchtungen, aber die Wertung, die aus den USA rüberschwappen und mittlerweile läuft ja, glaube ich, auch normal dort im Kino. Zuerst waren es ja nur die Pressestimmen und die Influencer und die Podcaster, die den schon sehen durften.
könnte was werden. Der Sinnebasti, er schreibt, ja, letzte Woche lag er falsch mit, lag er richtig mit dem Genre. Also er hatte Horror getippt auch und sogar mit dem Subgenre Vampirfilm, aber hat trotzdem falschen Film getippt. Und diesmal hofft er, dass er richtig tippt mit dem Actionkracher City of Darkness. Und da habe ich mir den Trailer angeschaut, den er verlinkt hat. Das sieht nach einem ziemlichen Action-Bloodshed aus, da in, ich glaube aus, ja weiß nicht, Korea, Japan oder so kommt der Film. Also da geht es wirklich ordentlich ab mit so fast so Ong Bak-mäßigen Action-Szenen mit übelsten Stunts und so. Und, ja, klingt auch interessant. Und die Selina tippt noch was, das wäre mein zweiter Tipp auch gewesen. Tatsächlich, als ich mich informiert hatte, wegen die Kämpfe dauern so lange, wie sie dauern müssen, nämlich den Film Konklave über die Wahl zum nächsten Papst oder sowas ist das, glaube ich, immer. Und da ist es ja auch so, dass diese Kämpfe und die Diskussionen, die gehen halt so lange, wie sie dauern müssen, bis dann weißer Rauch aufsteigt. Ne? Vorher darf ja niemand da raus und sowas. Ne? Das könnte natürlich auch gut passen dahingehend, obwohl ich das weiß nicht, ob ich den unbedingt sehen möchte. Würde aber auf jeden Fall passen vom Filmverleiher her. Auf jeden Fall mehr als Gladiator 2. Mal schauen. Mal schauen, wie lange geht denn der eigentlich? Was ist mit Red One, mit dem Weihnachtsfilm? Na, es sind da Kämpfe, die so lange dauern. Wie naja, die kämpfen ja alle um die Freilassung vom... Dauern so. Naja. Könnte auch passen vom Santa. Filmverleih her zumindest, ja. Ja, eben. Hat aber noch keiner getippt, deswegen, wenn ihr Bock habt, schreibt es als Tipp kinocast.net und drunter unter den Sneak-Tipp. Jawohl. So, weiterhin waren wir noch im Kino. Zweimal. Ja. Nämlich. Ja, du zweimal, ich nur einmal. Venom, The Last Dance. Der letzte Tanz von Venom. Obwohl, wird es der letzte Tanz von Venom sein? Gute Frage. Weil wir sehen ja wieder mal Eddie Brock, Tom Hardy als Eddie Brock, der weiterhin auf der so ein bisschen Flucht ist vor Gesetz, vor der Regierung, vor allem, weil er eigentlich nur seine Ruhe haben will und er halt den Symbionten mit sich trägt, den Venom. Und wie es halt so ist, er bleibt da nicht so unerkannt. Also er ist schon so oft auf einer Liste und man fahndet auch mehr oder weniger nach ihm. Und die Spezialeinheiten um eben Chutel I-4, wie wird es ausgesprochen? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich nenne ihn immer Chivitel I-4, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Jetzt, Moment, guck mal nebenher. Guck doch mal nebenher. How to pronounce. Guck mal, da gibt es sogar ein Video. Und ja, wir spielen einfach das Video dann ein. Und es ist dann eben so, dass die größte Gefahr für die beiden jetzt nicht unbedingt das auf der Erde ist, sondern das, was von außerhalb dazukommt. Weil der Symbionten-Schöpfer Knall, dessen Name man nicht aussprechen darf, so ein bisschen, aber die aussprechen soll, das ist so ein bisschen wie bei Voldemort, der schickt Kreaturen ins ganze Weltall, weil der ist da so verbannt irgendwie, weil die Symbionten ihn seinerzeit oder ihrerzeit mal da in so eine Zwischenwelt verbannt haben und er wird dort festgehalten, aber er will da natürlich raus und Knall gilt als Knall der Schöpfer, ist einer der, jetzt kommt es da wieder, der heftigsten Marvel-Bösewichte mit der meisten Macht, die es gibt. Und das könnte auch so ein bisschen den Fingerzeig wohl für den nächsten Spider-Man sein, der confirmed ist. Jedenfalls schicken die natürlich auch so ein Ding auf die Erde, weil wenn dieser Symbiont mit einer anderen eben Kreatur eben diese Verschmelzung mehr oder weniger eingegangen ist, dann, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Weißt du es noch, wie es heißt, was sie dann haben, dieses Leuchteding? Boah, keine Ahnung. Also ich würde es mal MacGuffin nennen. Weil das ist ja, also bitte, was soll denn das? Was sind das für ein Quatsch gewesen? Also wirklich mal. Und sieht er irgendwas leuchten in seinem Genick oder was ist da? Also. Ja, okay. Yeah. Also wie gesagt, die haben dann eben so, diese, so ein Leuchteding in sich drin. Irgendeine Verbindung. Ein AirTag, ja genau. Die haben quasi ein AirTag, der sie verbindet, aber nur, wenn
der Symbiont dem anderen das Leben gerettet hat. Und das Ding ist eben, dass jedes Mal, wenn die sich dann verwandeln, oder wenn sie sich komplett in Venom verwandeln, dann blinkt das und dann kann das andere Wesen, dieses Killerwesen, die finden. Und den Codex. Codex, ich hab's mal nachgeschaut, genau. Ja. Codex, danke. Der Codex. Ja, und der Codex leuchtet eben immer, wie ich schon gesagt habe, wenn die beiden komplett in Venom sind. Und so kommt es eben, dass der erste Angriff stattfindet, als sie gerade versuchen, zurück in die USA zu fliegen. Dort wird inzwischen Area 51 stillgelegt, weil es gibt jetzt Area 55, wo alles Mögliche unter der Erde stattfindet. Dort ist übrigens auch Dr. Teddy Payne unterwegs, Juno Temple, die wir von Ted Lasso kennen. Das stimmt. Was? Das stimmt. Ja, das stimmt. Die dort an Symbionten forscht und da so ein bisschen auch besessen ist davon. Es ist halt, wie es dann ist. Es beginnt diese Jagd auf Venom, einmal von der Regierung aus und einmal von Knalls Gespielen aus oder von Knalls Monstern aus. Bis es dann natürlich zu einem größeren Showdown in Area 55 kommt, Area 51 am Ende sogar kommt. Ja. Habe ich was Wichtiges vergessen oder kann man das so zusammenfassen, Erik? Ich überlege gerade. Außer dass sie noch nach New York unbedingt wollen, weil Venom unbedingt mal die Freiheitsstatue sehen möchte. Ach ja, das war ja auch noch. Also, ich muss sagen, die Story, also ja, ich weiß nicht, ob du jetzt was vergessen hast, ob da jetzt, weil die Story, die ging sowas, die ist so an mir vorbeigerauscht irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, das war irgendwie nicht meins, die Story selbst diesmal. Weil es war schon beim vorhergehenden Film, war es mir ein bisschen zu viel Zeug da drin. Und diesmal war es irgendwie gefühlt noch extremer alles und so verwirrend und irgendwie, ich weiß nicht. Aber es gab halt viele coole Szenen, also die Szenen mit Tom Hardy und so, die waren halt echt gut und die haben Spaß gemacht. Aber diese Story da, die sie da irgendwie drumherum gezimmert haben, damit irgendwie da die Action-Szenen aneinandergereiht sind und irgendwie die coolen Venom-Szenen irgendwo eine Einbettung haben und so. Ja, muss ich dir tatsächlich recht geben. Fand ich nämlich ähnlich. Mir ging es so mit den Schnitten teilweise, mit den Szenen, die fand ich ein bisschen so, hä? Okay, hä? Da habe ich mich schon ab und zu mal gefragt, so, okay, was sollte jetzt der Schnitt, was sollte jetzt das, was hat das für eine Verbindung und Idee dahinter. Und was ich halt komplett unnötig fand, war, als sie dann in Vegas waren und auf Mrs. Chen treffen, die ja auch in den ersten beiden Teilen dabei war, und die musste man wohl unbedingt, so kam es mir vor, unbedingt wieder einfügen zu einer größeren Tanzszene. Und es war da schon klar, so, hey, wenn ihr euch verwandelt, findet euch das komische Wesen. Und dann geht man extrem vorsichtig die ganze Zeit um, aber getanzt wird als Venom. Und das war, fand ich, komplett gaga, fand ich komplett unnötig. Das war sich im Kino so, hä, was soll das denn? Wie doof kann man sein, zu wissen, das ist wie wenn ich sage, oh, wenn ich in diese Trillerpfeife pfeife, dann kommen die Bösen und killen mich. Was mache ich? Oh, ich pfeife jetzt mal in diese Trillerpfeife, dauerhaft so, und länger. Wie bei Alien Romulus hier, wenn sie da, wo sie durchschleichen müssen, wenn einer eine Trillerpfeife gehabt hätte. Ja, es ist komplett Banane. Also das hat es echt für mich so ein bisschen gekillt, den Film, wo ich gesagt habe, hey, komplett unnötige Szene, komplett doof, weil sinnbefreit nach meiner Meinung. Und ja, hinten raus dann, wie sie es aufgelöst haben und so, ja, halt actionlastig, sehr viele Symbionten dann, wenn wir hätte es ahnen können, Dr. Teddy Payne forscht an irgendwelchen Symbionten, oh, es kommt zu einem Endfight, also wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß ganz genau, was dann da passiert und wer sich noch mit wem verknüpft. Und auch da wundert es mich wieder, weil das ja die hat den teilweise, die hat auch die Energie entziehen den Wesen.
Und man ja auch ständig dann essen sollte und so. Das lernen wir ja eigentlich im ersten Teil. Das scheint da auch eher uninteressant geworden zu sein hinten raus. Was ich ganz cool fand, war die Szenen im Wasser, wo da so verschiedene Symbionten, oder nicht verschiedene Symbionten, sondern einfach nur verschiedene Wesen von Venom befallen werden, nenne ich es jetzt mal. Das fand ich sehr lustig gemacht, das war ganz cool. Aber ja, schwierig, auch wenn dann wenn man dann Eddie Brock vorwirft, so, oh, du hast einen meiner Soldaten getötet. Ja, Entschuldigung, die greifen den an, das ist ja ein Kampf und dabei wird ein Soldat getötet. Oh, wer hätte es gedacht, dass man nicht unverwundbar ist als Soldat. Also, einiges dann doch schwierig. Und trotz allem, ich mochte den Film irgendwie, aber einiges doch schwierig. Ja, ich hätte noch die Info, wie Chiwetel Ejiofor ausgesprochen wird. Warte, mal sehen, ob ich es einspielen kann. Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. 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 Chiwetel Ejiofor. Ejiofor. Okay. It was just like any other Saturday for Chiwetel Ejiofor. Walk into... So. Ejiofor. Okay. Das haben wir bis zum nächsten Mal eh wieder vergessen. Wahrscheinlich. Aber gut, wir wissen es jetzt eben. Ja, es war schon, ja, manchmal hier der Orbi, mit dem hatte ich geschrieben, weil der ist nämlich da, ich habe gesehen, der hatte ein Posting auf Instagram, dass er den gerade im Kino anschauen möchte. Also der hatte irgendwie so einen Becher oder sowas für Venom. Und dann haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben. Hinterher habe ich gefragt, wie hat es dir gefallen und so, wollte wissen, wie es mir gefallen hat. Da habe ich geschrieben, auch so mit aus dem ersten Eindruck raus, habe ich geschrieben, irgendwie wirkte der Film für mich, als hätte das Drehbuch eine AI geschrieben, aber trotzdem die Szenen selbst mit Tom Hardy und Venom und auch so den anderen Darstellern, die wirkten dann trotzdem wiederum gut, weil das natürlich eine gute Darsteller sind, die das cool rüberbringen und das waren gute Szenen. Aber dieses ganze Gerüst des Films, wie, warum, was ist jetzt der Antrieb, wer muss, warum, wohin und weshalb und was ist die Gefahr, das wirkte schon sehr, boah, also, puh. Ja, also. Ja, schwierig. Deswegen. Schwierig, wie gesagt, manches cool, manches CGI auch cool, manches schwierig. Mal sehen, ob es da irgendwie noch ein Crossover gibt zu anderen, mit anderen Superhelden und so, die Post-Credit-Scenes, die wir jetzt nicht verraten. Spider-Man. Wären wir ja, könnte darauf hindeuten, dass da eventuell was passiert. Und es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein okayer Film fürs Kino, hat Spaß gemacht, war viel los auf dem Bildschirm, hat viele Schauwerte und deswegen von mir kriegt er 6 Punkte. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die 2 vorhergehenden. Schon gar nicht wie der erste, weil da war ich ja wirklich richtig begeistert. Ja. Ja, der erste war so auch so, das ist so ein Überraschungsding. Mhm. Ich bin bei 6,5 von 10. Also ganz knapp nur über dir. Weil eben sehr, sehr solide Nummer, aber sehr, sehr viel Verwirrendes einfach auch. Ich glaube, wenn man die Tanzszene weglässt, ein bisschen die Schnitte überarbeitet, gerade sowas, wie wir es bei Salem Slot gelobt haben, muss ich es da also echt sagen, fand ich nicht so gut. Und ja, deswegen kommt es leider nicht an die 7 oder sowas ran bei mir. Deswegen 6,5. Solide Nummer, kann man anschauen, wenn man einen Actionfilm mit Marvel-Helden sehen möchte. Mhm. Anti-Helden. Okay, Smile 2. Ich habe gerade mal geschaut auf kinocast.net zu Smile, zu dem ersten Film. Und da sehe ich nur eine Bewertung. War ich da allein im Kino anscheinend? Da hast du den gar nicht gesehen oder hast du den mittlerweile gesehen? Oder? Ich habe den nachgeholt, ja. Okay. Weil bei mir steht nur drin, hier 7,5 von 10, so fand ich aber den ersten. Ich habe den nachgeholt, glaube auf Paramount Plus gab es den Sinn doch. Das habe ich ihn nachgeholt. Smile, du hast dafür Gunpowder Milkshake, oder nee, haben wir alle gesehen. Dann hast du noch einen Film geguckt, der heißt Blond und The Greatest Beer Run Ever. Den hast du noch beigesteuert zu der Episode damals. Ich werde es mal mit verlinken, Episode 733 ist das. Und weil mir der erste ja schon sehr gut gefallen hat, habe ich auch den Trailer schon vor einiger Zeit verlinkt auf kinocast.net zu dem zweiten Teil. Und deswegen
dachte ich, ja, das könnte doch auch was werden. Und hier in dem zweiten Teil geht es darum, dass Naomi Scott, die Schauspielerin, spielt hier Sky Riley. Und Sky Riley ist eine Sängerin, die auf dem Weg zu ganz neuen Höhen ist als Sängerin, zu, was weiß ich, ganz viel Geld und Ruhm und sowas. Und allerdings hatte sie ein bisschen Probleme gehabt in der Vergangenheit. Gab da mal einen Unfall, der passiert ist, und der hat sie ein bisschen psychische Probleme und hat da auch Medikamentenmissbrauch betrieben und so. Deswegen ist sie mal so leicht abgestürzt, was auch schon ein bisschen durch die Presse ging. Jetzt soll halt so dieses große, ja, dieser große neue Restart kommen, Comeback, genau, das Wort habe ich gerade gesucht. Das große Comeback soll kommen, und damit, mit so einem Comeback, soll sie natürlich dann die Welt dann erobern als Sängerin. Und und kurz bevor bevor ihre neue Tour startet, kriegt sie aber diesen Dämon, den man ja schon kennt, diesen Smile-Dämon, und sie sieht dann plötzlich komische Dinge und ihr passieren komische Sachen, und ja, ist halt alles nicht mehr so toll und cool, und um sie herum passieren noch Dinge. Und wir erfahren natürlich auch, wie das zu ihr gekommen ist. Also gab es am Anfang so eine relativ interessante, spannende Szene, und dann gibt es natürlich auch, wie es in dem ersten Teil war, da gab es jemanden, da bekommt sie plötzlich eine Nachricht von einem unbekannten Absender, ob sie an dem Tag XY dort bei dem und dem war, und sie antwortet dann auch drauf, ja, weil da ist ja dann, wir sollten uns mal treffen, und dann kriegt sie das natürlich auch gesagt, was da ist, und es gibt wohl, oder derjenige bietet ihr auch einen Ausweg an, wie dieser Dämon zu besiegen ist, der allerdings sehr abgefahren ist, will ich mal nicht spoilern. Und ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie lang der erste Smile-Film ging. Der hier ging auf jeden Fall über 2 Stunden. Fand ich zu lang für so einen Horrorfilm. Und der hatte auch Längen, komischerweise hatte der Längen. Und im ersten Film, ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht noch ein bisschen näher dran, wenn du den auf Paramount Plus gesehen hast. Nee. Da war es halt so, wir haben das mit der Person quasi miterlebt. Wir hatten denselben Wissensstand wie die handelnde Person, die das bekommt, und konnten das alles mit nachvollziehen. Diesen Vorteil hat der zweite Film natürlich nicht, denn wir wissen ja schon, um was es sich handelt. Ja? Also hätte man versuchen müssen, das irgendwie anders darzustellen. Und im ersten Teil, fand ich, war es auch so, dass die Person, die das bekommen hat, dann man hat mit der mitgefiebert, ja, man hat sich um die gesorgt, ja, was ist da, und man wollte nicht, dass ihr schlimme Sachen passieren. Hier ist es so, sie, Naomi Scott, entweder ist die Person schlecht geschrieben im Drehbuch oder es wird schlecht gespielt. Es schwankt so zwischen, ja, oh, ich kann die überhaupt nicht leiden, was ist das für eine verzogene Göre, bis hin zu, oh, wieso benimmt die sich so mit ihren Angestellten und so, bis hin zu, naja, die hat eigentlich Schlimmes durchgemacht und so, es sollte ihr mal doch besser gehen jetzt. Also es ist irgendwie nicht so, dass man mit ihr so richtig mitfühlt und Angst hat und man will nicht, dass ihr was passiert, sondern es ist einem, oder mir war es zumindest, irgendwie ein bisschen egal. So, das ist eigentlich das Schlimmste, wenn es einen überhaupt irgendwie völlig kalt lässt. Wenn es nicht ist wie, was weiß ich, bei Piranha 3D, wenn man sagt, okay, hoffentlich erwischt sie bald oder irgendwie, dass sie endlich mal, dass die weg ist, die Person, sondern, oder wenn man mitfiebert, das war halt ihr gar nicht. Und deswegen, ja, es hat sich halt schon ein bisschen gezogen, da war halt viel mit ihrer Backstory und dies und das und jenes und dann dieses Irrwitzige, wie sie den Dämon dann besiegen wollten und dann wirklich ein extrem weirdes Ende. Also ich fand das Ende total komisch, also es hat mir nicht gefallen. Ich muss sagen, ich will es natürlich nicht spoilern, aber das Ende, das hat für mich auch nochmal den Film ein bisschen nach unten verschoben gehabt von der Wertung her, weil wenn sie wenigstens ein cooles Ende gemacht hätten, aber nee, das war dann doch ein bisschen seltsam. Ja, nee, deswegen, also leider Smile 2 kann für mich die Begeisterung vom ersten Teil nicht wiederholen. Ja, es war wahrscheinlich wirklich so ein One-Hit,
Wonder für mich, der erste Film, der war richtig gut und spannend und gut inszeniert. Und hier fällt schon deutlich ab. Ja, macht nicht mehr so viel Spaß und ich gebe deswegen dem zweiten Teil von Smile nur 4 Punkte und stelle mich jetzt euren Kommentaren auf kinocast.net, warum ich den Film nicht verstanden habe. Keine Ahnung. Ja, genau, warum ich keine Ahnung habe. Und wir schauen mal in die Charts und Neustarts rein, was da vielleicht eventuell diese Woche anläuft, was uns ins Kino zieht. Kinocharts und Neustarts. Erstmal gucken wir in die Charts rein von den Innenstadtkinos Stuttgart. Nur hier kriegt ihr die. Nicht mal auf der eigenen Webseite der Innenstadtkinos. The Room Next Door auf Platz 5. Auf Platz 4 Die Schule der magischen Tiere 3. Platz 3 ist dieser Film, wo der Trailer so unglaublich scheiße aussah. Bin ich mal gespannt, wie lange der in den drin bleibt. Jetzt sind ja die Ferien vorbei. Woodwalkers. Auf Platz 2, da sind unsere Tickets noch nicht mehr drin. Venom 3. Und Platz 1 immer noch, weil das ja hier irgendeinen Stuttgart-Bezug hat, wegen Theater, glaube ich, oder Ballett oder so. Cranko. Also es scheint ja so ein Dauerbrenner zu werden hier, wie im Ruhrpott. Irgendwo gibt es da so ein Kino, was irgendwie über Jahre schon Bang Boom Bang zeigt, seit jeden. Ja. Was startet denn Neues? Hast du die Seite schon auf? Natürlich habe ich die Seite auf. Was ich auch jetzt. Ah. Vorbereitet. Dann mach du mal den Red ersten. Red One startet, Alarmstufe Weihnachten. Actiongeladene Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson, Chris Evans und J.K. Simmons als Santa Claus. Habe ich schon mal den Trailer verlinkt gehabt auf kinocast.net, als der neu rauskam. Geht auch wieder 2 Stunden. Wäre auch wieder für die Sneak. Oh. Warum müssen die alle immer so lang? Es gab mal so eine die haben mal alle Filme, die erfolgreich waren, mal gecheckt. Und ich glaube, die ideale Laufzeit ist 93 Minuten für einen großen Erfolg. Ja. Naja. Nico, Reise zu den Polarlichtern startet noch einen Animationsfilm mit dem kleinen Rentier Nico. Da gab es ja schon mal so einen Film. Da war ich damals sogar im Kino mit meiner Tochter damals, wo die klein war. Jo, dann haben wir, Jemini. Marianne Graben, der wird ganz Graben. Gut beworben überall. Ja. Bestseller-Verfilmung mit Luna Wendler und Edgar Selge. Die Wittle Klickott. Da geht es irgendwie darum, dass sie will sich, glaube ich, umbringen und er ist irgendwie todkrank und sie gehen dann zusammen, gemeinsam auf eine Reise und so. Und, okay. Red Rooms startet auch noch. Zeugin des Bösen, den hatten wir auch in der Sneak. Der hat mir sehr gut gefallen. Dir ja nicht so. Kann mich erinnern. genau, dieser sehr spannende Gerichtsthriller um die Darknet-Prozesse. Was haben wir noch? Das Bekenntnisse des Hochstaplers, das ist ein Dokumentarfilm. Es startet noch eine Wiederaufführung Caligula, The Ultimate Cut. Unveröffentlichte Gesamtfassung des 1980 erschienenen Skandalfilms mit Helen Mirren. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist wirklich Sex, Gewalt und gute Laune. Also wird wirklich, also Caligula, der war auch lange Zeit nur extrem zensiert, auch selbst in der 18er-Fassung. Wenn das jetzt hier die Gesamtfassung noch ist, na, holla die Waldfee, also wenn da noch mehr drin ist, also da wird ja alles Mögliche getrieben, das ist irgendwie halb Porno, halb Gewaltfilm, ne? Was haben wir hier noch? Spirit in the Blood, das hatte mal jemand getippt bei der Sneak, Horror-Debütfilm im Stil von Stand By Me aus weiblicher Perspektive und das war's, glaube ich, auch. Ja, die anderen war's. Starten jetzt nicht unbedingt in Stuttgart. So, magst du deinen noch machen oder heben wir den fürs nächste Mal den auf? Den heben wir fürs nächste Mal auf. Also, fürs nächste Mal gibt es dann Miller's Girl. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal, reinzuschauen. Von Amazon Prime habe ich den geschaut. Ja, gibt es den da. So als Hausaufgabe vielleicht für die Hörerinnen und Hörer schon mal auch reinzuschauen, wenn man noch nicht gesehen hat und uns dann gerne mal zu schreiben, so vorab zu schreiben, so wie ihr den fandet. Und dann gucken wir mal, worauf wir vielleicht achten sollen oder Erik achten muss. Okay. Jo, dann ganz kurz Serienneustarts. Wo ist mein Trenner? Hier. Serien. Es startet eine Serie neu, auf die ich mal hinweisen möchte. Die startet am 7. November auf Sky. Oder Wow, oder wie auch immer. Das heißt da. Nämlich The Day of the Jackal. Deutscher Titel Der Schakal. Ich weiß nicht, ob die Serie auch in dem deutschen Titel läuft. Ist eine, ja, der Schakal kennt man, Bruce Willis, gab es ja in den Film, da gab es auch in den 80ern schon mal eine französische Version über diesen Attentäter, der sich da
der sehr gut verkleiden kann, immer alles gut plant und so. Und das gibt es jetzt als Serie mit Eddie Redmayne. Und das klingt schon mal sehr, sehr gut. Da will ich auf jeden Fall reinschauen. Das ist mein Serientipp für diese Woche ab 7. November. The Day of the Jackal auf Sky und auf Wow. Und dann gibt es noch einen Musiktipp aus unserem Sneak Preview Film Salem's Lot. Music. Kommt zweimal im Film. Gordon Lightfoot, Sundown. Ist natürlich passend für so einen Vampirfilm. Und dann sind wir schon durch für heute. Sind wir durch. Dann wünschen wir euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Geht viel ins Kino. Ihr habt ja jetzt die Kinostarts gehört, was da Neues anläuft. Ihr habt die Charts gehört, was überall in den Kinos noch läuft. Ihr findet da schon irgendwas. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.